Amsterdam, Traum von Amsterdam, der die Hoffnung nahm. Allein in einer fremden Stadt, allein in Amsterdam. Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zu einem Unboxing-Video auf meinem Kanal auf YouTube. Wenn man denkt, es kommt nichts mehr, da füllen wir oben ein Bote her. Ja, überraschenderweise ist heute schon die Boosterbox angekommen. Und das Witzigste ist, der trägt die so. Trägt die Treppe rauf. Ich nehme die Box selber an. Oh mein Gott, ein ganz schönes Gewicht hat das. Wahnsinn. Und in einem Kommentar habe ich gelesen, von einem Unbox-Video, das müsste, glaube ich, die Süßigkeiten-Box gewesen sein. Findet ihr auch auf meinem Kanal. Schöne Schürze, gefällt mir. Danke. Und ich kriege letzter Zeit sehr viele Kommentare bei dem Video. Irgendwas mit Wanderteller, Bonbon-Wanderteller. Ich weiß nicht, ob ich das mal gesagt hatte in dem Video. Irgendwas missverstanden worden war. Die Box teile ich jeden Monat selber, die kostet 15,99 Euro inklusive Versand. Die ist so groß und schwer, da geht die schon fast aus dem Leim zur Seite. Dann fangen wir mal an. Hier haben wir ein Buch, das machen wir später. Donnerwetter. Dr. Oetker ist wieder dabei, was sehr, sehr geil ist. Himbeer Bonbon Vanille, unsere Sorte des Jahres, mit Himbeerstückchen. Süße Mahlzeit. 400 ml sprudelnd Milch aufkochen, Topf vom Herd nehmen, Mischung unterrühren, Schneebesen zufügen und etwas eine Minute kräftig weiterrühren. Grießbrei 5 Minuten stehen lassen und von den Servieren nochmal umrühren. Grießbrei Himbeer Bonbon Vanille. Oh, Bourbon. Sagen einige dazu. Vom Brand Minis vegan. Hafer, Kakao, Nuss. Deswegen einmal probieren. Das geht über Studieren. Boah, bist du scharf. Schön, schön. Lecker, lecker. Ist aber nicht günstig. Dann haben wir Haferdrink. Da ist immer der Knackpunkt. Normale Milch kosten so 89 bis 1,10 Euro. Und sowas kostet locker 2,50 bis 3 Euro. Wenn sie an dem Preis noch was runter machen würden, dann würde die auch besser verkauft werden. Und 1 Liter, 1 Kilo. Das ist schon mal der erste Teil, was so schwer ist, in dieser Box gewesen ist. Mann, Nummer, Nummer. Aprikosen-Müsli mit Walnuss-Zimt-Crunch. Auch ein Rezept da drauf. Das will ich aber nicht behalten, das werde ich weiter verschenken, weil ich weiß nicht, wie sehr der geschwefelt ist, der Hafer. Weil das vertrage ich nämlich nicht. Richtig, Red Bull. Fizzy Peach. Und Pfand ist auch drauf. Klar. Wie findet ihr, dass das auf der Milch oder auf Müllermilch Pfand drauf ist? Seitdem kaufe ich die nicht mehr. Ich kaufe nur die PET-Flaschen. Also die kaufe ich nur, weil das pfandfrei ist. Sparling und Naturell. Dann haben wir als nächstes Fertig Brothers Pitmaster Barbecue, natürliche Soße. Da war auch schon meine Barbecue-Soße drin, aber die war sowas von sauer. Ich gebe ja unterschiedliche Hersteller und unterschiedliche Rezepturen von Barbecue-Soßen und alles mögliche. Paprikasoße, darf man ja nur sagen, nicht mehr Zigeunersoße, so fühle ich Zigeuner sicher beleidigt und angegriffen. Oh, ein Picknick. Es geht nicht um ein Picknick ohne Picknick. Nicht für den Einzelverkauf. Ah, das ist also normalerweise ein 4er, 5er Pack. Den kann ich jetzt mal probieren. Wie sieht er aus? Mmh, lecker. Also für Leute, die eine Erdnussallergie haben, ist das natürlich nichts. Natürlich Aufwand. Granini Selection Rhabarber, neu. Habe ich noch ein Glas. Einmal kurz schütteln. So sieht er auch mal aus. Sowohl Rhabarber. Und was einen wirklich nerven kann, der Deckel muss dranbleiben. Egal ob es bei Cola, Wasser, Deckel muss dranbleiben. Ja, die ist schon sehr, sehr viel drin. Werder Curry Ketchup Delikat. Hat nichts mit Werder Bremen zu tun. Ein Curry Ketchup ist da. Delikat. Delikat. Ein delikater Curry Ketchup. Kann ich jetzt auch nicht probieren, weil ich habe leider kein Stück Fleisch.
wozu das gut passt, oder Bratwurst, da passt mir am besten. Ich trinke Bier und Frucht, alkoholische Fruchtweine und so. Und das ist nur am Samstag, weil dann brauche ich mir am Sonntag nicht fahren. Fruchtiger, herber Weizenmix. Let's do Stullen. Butterbrot-Topping. Crunchy-Topping, ja. Schluss mit den Stullen. Ja, ist leider zu dunkel. Ja. Jetzt kommen wir zum Höhepunkt. Mein Gott, haben wir heute eine Köln-Woche? Köln-Ziradien. Cremig Vanille Taste. Haferbeiz, vegan Creme Vanille Geschmack. In knusprigen Hafer-Weizenkissen. Wenn der Hafer aber so sehr, na, wie habe ich gesagt, geschwefelt ist, dann bekomme ich Blähungen. Und hört nicht immer auf so die Werbung. Das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Das ist ein Werbespruch von früher. Ich trinke zum Beispiel morgens um 4:30 nochmal eine Tasse Kaffee und das war's. Für Mai und Oktober zusammen nur 31,98. Produktwert über 8,60 Euro. Wer einen QR-Code-Scanner hat, kann den gerne benutzen. Viel Spaß damit. Duett Bullet. Hä? Bullet Time. Folge deinem Takt. Seine Worte prägen Deutschrap. Hier verrät Takt 32, wie er sie findet. Du bist Brenner. Hätte nie gedacht, dass so eine Kacke jemals für mich irgendeinen Sinn hat. Für mich seit Wochen erste Wahl. Mama Mongo Media. Hab ich im Garten kein Netz empfangen. Ja, dann kotze ich halb im Strahl. Fucking Mongo ist genial. Was drauf? Das wollen wir mal zusammen mit meinem Google 7 Pixel. Mein Gehner mal meine Energie geben. Google 7 Pixel 7 Pro. Mein Gott, jetzt habe ich es. 1,29. Ja, und Bond muss dringend mal zum Friseur. Die Zeitung, da will ich aber liegen lassen. 2,50 Euro. Nee, also das ist es mir nicht wert. 2,50 Euro für die Zeitung. 1,79, ja gut, das geht eigentlich noch für einen Haferdrink. Standardpreis 3,79. Ich bin ja schon öfters mal beim Einkaufen und guck mal schon öfters, was es so Neues gibt. 1,69. Erdnussriegel 99 Cent. Boah, 4,29. 4,29 für einen Curry-Ketchup. 89 Cent für 1 Liter. 2,29, die wurden auch wieder teurer. Die haben mal 1,99 gekostet, aber ich bin ein bisschen länger her. 50 Cent, 49 Cent. 1,49. Gibt's auch lecker Milchreis mit Vanille. Den esse ich übrigens sehr gerne. Milchreis mit Vanille. Mit Bourbon. Bourbon-Vanille. 1,49 ist auch in Ordnung für vegan. Ich habe schon Sachen von vegan und bio, was so 4-5 Euro kostet. Das Salz, was letzten Monat drin ist, das hat ja den Vogel abgeschossen, 5,99. Für Salz. Ah ne, war die Barbecue-Soße. Das ist der Ketchup. 1,49, das ist in Ordnung. 250, 1,49, das ist in Ordnung. Somit haben wir eine Endsumme von 25,47 Euro. Ziehen wir die 15,99 ab, die ihr bezahlen würdet. Ein Ersparnis von 9,48 Euro. Nicht schlecht. Rhabarberspritz. Ich fand das eine super Box. Etwas bisschen Süßes. Sehr viel zu trinken. Bei dem Wetter sowieso sehr wichtig. Weil die messen ja immer im Schatten und in der Sonne ist es meistens noch wärmer. An die 30 Grad hatten wir gestern. Und heute haben wir an die 27 Grad. Lass runterfallen. Mir egal. Ein Däumchen wie ein Träumchen. Einen netten Kommentar. Und die Glocke aktivieren. Das habe ich fast vergessen zu sagen, aber mir ist es noch eingefallen. Dann verpasst ihr auch nie wieder ein Video. Bis zum nächsten Unboxing. Das wird vielleicht schon am Samstag der Fall sein. Da kommt die Getikette. Und dann werde ich auch versuchen, die Produkte ein bisschen länger euch zu zeigen, weil das war ein kleiner positiver Kritikpunkt von dem letzten Video. Ja, kann ich machen. Danke für die Info. Dann versuche ich das jetzt auch einzuhalten. Mal ein paar Produkte länger in die Kamera zu halten. Somit wünsche ich euch noch eine wunderschöne Restwoche. Bis dahin. Jetzt geht's weiter mit dem Zocken Eurotalk 2 in 1.50. Bis dahin. Einen schönen Abend noch. Bye bye.